Es ist bald wieder soweit. Am 6. März um 18 Uhr wird Paradox Interactive die nächsten großen Spiele und Erweiterungen für seine Titel bekannt geben. Es gibt natürlich bereits wieder Gerüchte, es gibt ein mehr oder weniger bereits bestätigtes neues Spiel. Alles in allem soll es in dieser Messe, beziehungsweise in dieser Show, drei neue Spiele geben, die angekündigt werden und vier große Erweiterungen. Grundsätzlich gehe ich mal davon aus, dass wir als Strategiefans dieses Mal ein bisschen kürzer treten werden. Die neuen Spiele sind unter anderem Cities Skylines 2, wo ich mich tatsächlich darauf freuen würde, weil ich fand Cities Skylines 1 eigentlich echt nicht schlecht. Wenn man das jetzt vielleicht noch ein bisschen grafisch verbessern würde, count me in. Die zwei anderen Spiele, da soll es angeblich so ein bisschen Roleplay-technisch in die Nische gehen, muss man abwarten, was da Paradox dann geplant hat. Es wird aber dieses Mal höchstwahrscheinlich kein Strategietitel geben, der angekündigt wird, also keine EU5, kein Heu 5. Heu 5 ist sowieso noch gar nicht in Erwägung angeblich bei Paradox, da müssen wir uns eh noch länger gedulden. Der nächste Titel wird wahrscheinlich Europa Universalis 5, den wir aus dem Bereich der Strategie sehen könnten, und dann rechne ich auch erst mit dem Stellaris 2. Und eventuell hat man dann bei Paradox vielleicht auch mal wieder die Eier, was Neues auszuprobieren nach dem Perch-Rome-Desaster. Allerdings jetzt dieses Mal in den nächsten 12 bis 24 Monaten ist nicht mit einem neuen Release für ein Strategiespiel zu rechnen. DLC-technisch gehe ich davon aus, dass wir vielleicht in der Paradox-Announcement-Show jetzt dieses Mal DLCs für Victoria 3 und Crusader Kings 3 angekündigt bekommen. Müsste eigentlich alles ein bisschen reinpassen. Victoria 3 ist auch schon länger auf dem Markt. Hunger nach dem ersten großen DLC würde sich perfekt eignen, jetzt hier das in der Show anzukündigen, nochmal den Hype aufleben zu lassen, vor allem nach den großen Updates, die das Spiel bekommen hat. Crusader Kings 3 ebenfalls, hat jetzt lange nichts mehr wirklich erhalten. Die Spieler hungern nach neuem Content und auch hier würde sich die Show hervorragend eignen, um einen neuen DLC für Crusader Kings 3 anzukündigen. Also es ist meine Vermutung, sowohl CK3 als auch Victoria 3 könnte man hier eigentlich perfekt ankündigen. Europa Universalis 5 wird man wahrscheinlich nichts, 4 meine ich, 5 sowieso nicht, aber für 4 wird es wahrscheinlich auch nichts hier auf der Messe geben. Genauso wie Hearts of Iron 4 wird nichts bekommen. Die Spiele sind einfach zu alt und nicht mehr im großen Fokus der Spielerschaft, der Presse. Das würde sich jetzt hier einfach nicht eignen, da das Ganze dann groß breit zu treten. Da wird man den Platz einfach für die neueren Spiele und die neuen Spiele nutzen wollen und auch müssen. Ich bin sehr gespannt. Ja, wie gesagt, Cities Skylines 2 ist auch ein Spiel, wo ich bestimmt mal hier gerne auf den Kanal bringen könnte. Und natürlich die neuen DLCs zu CK3 und Victoria 3 werden natürlich dann hier auch ganz normal gezeigt. Da keine Sorge, dass das hier bei mir untergeht. Da bin ich natürlich wieder voll mit dabei. Und das Ganze auch nach neuen Konzepten, weniger Videos, dafür mehr interessante Inhalte. Das ist das Konzept, das werde ich auch so beibehalten. Deswegen freue ich mich auch sehr, bin gespannt, was wir da am 6. März erwarten. Wie gesagt, nichts Großes für uns Strategiespieler. Die DLCs, bin ich mal gespannt, was es da gibt. Und bei den neuen Spielen, wie gesagt, City Skylines, irgendeine RPG-Mischung, irgend sowas. Und mal gucken, was das dritte ist. Vielleicht gibt es ja auch noch eine Überraschung und es gibt was ganz anderes. Apropos was ganz anderes, wir sehen auch Presented by Xbox. Interessant. Was könnte das bedeuten? City Skylines 2 auf der Xbox? Oder Spiele, die auf die Xbox kommen werden? So ein Victoria, weiß nicht, gibt es das schon auf die Xbox? Ich glaube nicht eigentlich. Würde sich auch bestimmt anbieten. Stellaris 2 mit Xbox? Nee. Also jedenfalls irgendwas mit Microsoft wird es hier auf alle Fälle geben. Deswegen hat, also sonst würde man das nicht so provokativ schon reinsetzen, dass man auch kooperiert mit Microsoft Xbox an der Stelle. Deswegen geht man davon aus, dass da auch in der Richtung irgendwas geben wird. Ansonsten würde mich eure Meinung interessieren. Worauf würdet ihr euch freuen? Worauf hofft ihr? Was haltet ihr von dem Ganzen, was ich euch jetzt soweit gesagt habe? Und ja, gerne eure Meinung und eure Hoffnungen da in die Kommentare. Bin gespannt, was da bei euch so abgeht. Und bei mir geht jetzt dann später nichts mehr. Das war alles. Wollte ich dann nur mal kurz auf dem Laufenden halten. Denn aktuell gibt es ja eigentlich fast überhaupt keine Neuigkeiten zu den Paradox-Titeln. Also Victoria, Crusader Kings, Hearts of Iron, Europa Universalis. Das ist alles irgendwie tot aktuell. Da ist nicht wirklich irgendwelche Neuigkeiten, nichts Interessantes. Bin ich mal gespannt. Bin ich gespannt, was da so kommt.
Und ich bin raus für heute, wünsche euch allen noch einen schönen Tag und wir sehen uns auf alle Fälle die nächsten Wochen. Macht's gut. Tschüss.